Wir wollen den Stand recht offen gestalten, möchten halt unsere Kunden auch auf unseren Stand damit einladen. Der soll sehr hell wirken. Wir von unserer Kleidung her, sieht man ja, sind recht leger gekleidet, aber auch bewusst leger gekleidet, weil auch die meisten Akustiker ja nun auch nicht mit Hemd und Krawatte hier auflaufen, sondern etwas, ja, legerer. Und von daher wollen wir einfach damit signalisieren, dass wir auch eine offene Firma sind und auf freundschaftliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit stehen. Wir haben auf diesem Stand auch eine Sound-Demo hier mit aufgebaut, wo wir also auch die Funktionalität unserer Geräte halt auch zeigen wollen. Hier ist ein Hörgeräteträger simuliert, der also auch komplett in Weiß gekleidet ist und mit unseren Hörgeräten ausgestattet ist. Wir haben verschiedene Lebenssituationen halt auch nachgestellt, um die Technik und die Wirkungsweise halt auch zu zeigen. Wir haben ein Gerät live hier angeschlossen und demonstrieren das Ganze, und diese Person läuft also auch hier nicht nur virtuell in unserer Simulation, sondern auch in echt durch diese Gänge, um auf diese Sounddemonstration halt auch hinzuweisen. Wir haben hier eine komplett neue Generation von Hörgerät vorgestellt, mit neuen Bauformen, neuen Technologieebenen und so weiter. Das Ganze setzt sich fort in der Technik, die wir bis jetzt mit der Flex-Technologie sehr erfolgreich schon seit letztem Jahr eingeführt haben, und können jetzt hier neue Bauformen, schönere Optik und noch bessere Algorithmen in der Signalverarbeitung liefern. Intelligent Ears ist für uns ein wichtiges Zeichen, was wir im Markt setzen wollen. Ein neues Label, was wir kreiert haben von der Industrie, von der BVI, womit wir dem Markt zeigen wollen, dass wir Hochleistungshörsysteme halt auch einsetzen. Hier wird eine Menge Energie und auch Kosten investiert, um Hochleistungshörsysteme halt hier auch zu entwickeln. Und wir statten das Ganze halt mit einem neuen Label halt auch aus, ähnlich wie man es jetzt auch in der Unterhaltungselektronik erlebt hat, mit dem Label High Definition. Wir wollen hier im Prinzip einen neuen Standard halt auch setzen für Hightech-Hörsysteme. Also ich glaube, erstmal werden wir in 2014 auf das Jahr 2013 alle Akustiker und auch Industrie zurückblicken, dass es zwar ein Jahr war, wo es zu einem großen Wechsel oder zu einem großen Change kam mit den neuen Kassenverträgen. Und ich glaube persönlich, dass wir alle vielleicht mit einem Lächeln im nächsten Jahr darüber hinwegsehen werden, weil diese ganzen Auf und Abs, höre ich immer wieder von meinem Kunden, gab es schon die ganzen Jahre. Und wir haben uns immer, und wir müssen uns bewusst sein, wir sind in einer schönen Industrie. Es gibt ganz andere Industrien, da sieht es ganz anders aus. Wir sind also in einer schönen Industrie, und ich glaube, da aus diesem Tal kommen wir auch raus, und zwar auch recht gut und ohne großartige Blessuren oder blaue Augen.